Hallo und willkommen zurück zu einer gemütlichen Runde Survival Fountain of Youth mit mir, dem Reeves, und unserem schiffbrüchigen Namenlosen hier. Ja, wie ihr seht, sind wir wieder am Anfang. Ich habe einfach keinen Progress mehr geschafft. Ich habe mich verhudelt. Wir sind zu schnell, zu weit vorgedrungen. Keine gescheite Location und die ständigen Vögelangriffe. Wir waren kurz vor dem Tod und ich habe beschlossen, wir starten nochmal neu. Auch so kann es gehen. Dieses Mal wird es definitiv besser. So, wir trinken einmal dieses Kokoswasser. Wir bauen uns jetzt eine schöne Location hier am Strand und gehen dann Stück für Stück weiter vor ins Landesinnere. Weil man Muschel craften. Hier essen wir auch direkt. Dann brauchen wir schmale Blätter. Hier haben wir genügend Kokosnüsse, wir haben Krabben, wir haben alles, was das Herz begehrt. Wir ernten alles. Das Wetter beeinflusst deine Gesundheit, das kennen wir ja bereits. Wir sollen ein primitives Bett bauen. Dazu gehen wir wieder ins Crafting, wählen das primitive Bett aus. Und wir hatten hier eine Location ohne Schädlinge, ohne Sonne und auch ohne Regen. Einmal bauen. Ja, wie ist es euch schon ergangen in dem Spiel? Seid ihr auch schon einmal gestorben oder kommt aktuell nicht mehr weiter? Holen uns die Kokosnüsse, ein paar Blätter und legen uns für 6 Stunden mal aufs Ohr. Jetzt müssen wir wieder den kleinen Stock harvesten. Das machen wir auch direkt. Wir nehmen alles, wobei wir brauchen eigentlich keine Baumrinde. Das ist unnötig. Finde einen Stein. Da oben haben wir den Marker. Einmal interagieren. Wir nehmen alle mit. Und gehen ins Crafting-Menü. Bauen uns einen Steinschneider. Ah, das stimmt ja wieder nicht. Wir sollen ja die Steinaxt machen, damit wir uns einen langen Stock noch holen können. Dann nehmen wir alle mit. Dankeschön. Wie schaut's aus? Ja, wir können nur einiges tragen. Sehr gut. Dann nehmen wir die nämlich auch noch mit. Die können wir schön bei uns einlagern. Kamille nehmen wir auch direkt mit. Die werden wir früher oder später sowieso brauchen. Nochmal ins Crafting. Wir holen uns den hölzernen Speer. Den rüsten wir direkt aus. Den Steinschneider brauchen wir eigentlich nicht. Dann gehen wir zurück zu unserem Basiscamp. Holen uns ein bisschen Grabefleisch. Da sind ja auch schon welche. Das machen wir auf die altbewährte Technik. Die holen wir uns auch noch, dann haben wir direkt 2. Ja, die flüchtet. Da bin ich zu forsch an sie ran. Komm her. Sehe ich sie nicht mehr. Dann bleibt es bei einer. Ins Crafting-Menü. Lagerfeuer. Fällt uns ein Stückchen. Dann bauen wir das Einfache. Macht es einen Unterschied? 60 Einheiten, ja. Ja, das war der Steinschneider. Der war jetzt ärgerlich. Den brauchen wir ja eigentlich nicht mehr. Haben wir hier irgendwo was? Nein.
können wir später upgraden. Na, hierfür fehlen mir auch die Stücke. Dann gehen wir nochmal los. Bei dir waren wir noch nicht. Kleiner Stock. Einmal ernten. Ah, da ist die Krabbe. Sehr gut. Daneben. Also Zielübungen muss ich auf jeden Fall mal noch machen. Das funktioniert noch nicht so gut. Ja, die Vögel, die sind so aggressiv gewesen. Also ich bin da zu keiner Ruhe mehr gekommen, nix. Wirklich Wahnsinn. So, einmal Lagerfeuer platzieren. Und bauen. Du bist krank. Ich habe mich selbst verletzt. Sehr gut. Chance auf Entzünden. Wir geben ein bisschen Brennstoff dazu. Hoffen wir mal, dass es klappt. Perfekt. Einmal Krabbe craften. Holzkohle holen wir uns auf für die Kartierung. Kokosnuss können wir noch craften. Muschel haben wir gar keine. Gebratene Krabbe essen. Bitte. Die Kokosnuss. Bisschen unsere Werte stabilisieren. Noch die zweite Krabbe auch direkt rein. Ja, perfekt. Zweimal Kokoswasser. Essen. Was brauchen wir für eine Kiste? Kleine Stücke. Und für den Spindelfeuerstarter benötigen wir kleine Stücke. Gehen wir zu unserem bewährten Spot, direkt hier. Bei dir können wir noch holen. Hier. Bei dir haben wir gerade leider keine mehr. Bei dir auch nicht. Dann craften wir uns einmal den Spindelanzünder. Steine können wir aktuell auch nicht. Wie lange dauern die noch? In 15 Tagen. Okay. Alles ernten. Und jetzt brauchen wir dann diese Bandagen. Dafür brauchen wir nur schmale Blätter. Ich würde mir jetzt aber gern auf jeden Fall mal als allererstes den Blattrock. Drei. Ich nehme wir auch mit. Dann gehen wir zurück zum Lagerfeuer. Habe ich noch genügend Stücke? Sieht gut aus. Und ich kann ja eigentlich auch aus langen Stücken dann nur kleine Stücke herstellen. Das sollte ja auch funktionieren. Und hier liegt ja auch überall noch dieses Treibgut rum. Ist natürlich wieder aus. Ja, wir machen hier mal ein. 1, 2. 5 Stunden, ja, eigentlich reicht. Ja. Schmales Blatt bekommen wir bei den kleinen Palmen.
So, eine Bandage. Und als nächstes brauchen wir ein Seil. Ich habe den Blattrock. Dann machen wir uns die Sandalen. Und den Hut. Und hierfür brauchen wir noch 4 weitere schmale Blätter. Was bekommen wir hier raus? Kleiner Stock, den nehmen wir mit. Kleine Stücke haben wir nie genug, habe eine Krabbe. Ein schmales Blatt fehlt noch. So, wir sind voll ausgestattet, bis auf den Gürtel. Die tragbare Kiste fügt 10 Einheiten hinzu. Das ist eigentlich auch mega gut, komm. Ich habe ja hier die Tasche drin. Okay. War jetzt natürlich wieder sehr unnötig, aber probieren geht über Studieren. Habe ich noch genügend Einheiten für eine kleine Kiste? Jawohl. Sehr gut. Platzieren wir direkt hier nebendran. Einmal bauen. Hier können wir jetzt dieses ganze Gut ablegen. Die Steine, den langen Stock behalten wir. Das schmale Blatt brauchen wir nicht. Dich brauchen wir nicht. Einmal eine Grabe machen. Und dann brauchen wir einen Baum zum Kartografieren. Wie sieht es denn aus von der Uhrzeit her? Es wird wahrscheinlich nicht ganz reichen wohl, aber es ist vielleicht schon zu dunkel. Wir versuchen einfach das Glück. Einmal bis nach oben. Und wir haben es kartiert, einwandfrei. Sehr gut. Lange Stücke. Hier ist großer Ast. Dann holen wir uns... Brauchen wir Federn? Würmer zum Angeln sind bestimmt nicht schlecht. Die Eier nehmen wir auch mit für Spiegelei. Dann hauen wir uns aufs Ohr. Dann machen wir morgen, also wenn Tag ist, holen wir uns noch ein paar Ressourcen. Bauen uns ein bisschen was und dann machen wir uns auf den Weg in die abgebildete Grotte, welche wir suchen sollen. Und dann haben wir hier doch einen perfekten Start in dieses Survival-Abenteuer. So, einmal ablegen, was wir nicht brauchen. Wir brauchen die Holzkohle aktuell nicht. Den Steinschneider brauchen wir nicht. Die Kamille. Die Federn. Spiegeleier. Voraussetzung. Habe ich das noch nicht freigeschaltet? Kann es sein? Dann tun wir euch auch mal weg. Einmal ein Nickerchen. 7 Stunden. Perfekt. Es regnet. Unser Lagerfeuer ist wieder aus. Die Stöcke können wir wegtun.
Die Angel können wir wegtun. Nahrung. Die Würmer machen wir weg. Dann schauen wir mal rein. Charakter. Hierfür brauchen wir einiges. Kokosnussgefäß. Hierfür brauchen wir Lianenseil. Haben wir Liane in der Nähe? Liane haben wir hier noch keine. Aber wir haben hier langer Stock und Steine. Hier würde ich gerne hingehen. Uns das abhole. Und das müsste ja eigentlich auch... Ja, geht. Ist nicht ganz die richtige Richtung. Ja. Wir schauen hier oben rum. Hier kriegen wir nur schmale Blätter. Hier können wir aber auf jeden Fall mitnehmen. Lange Stücke, sehr gut. Ja, ich habe dich gesehen. Oh. Vier Stück. Jetzt habe ich die Steine natürlich wieder abgelegt. Das war ein bisschen dumm, weil die Axt ist fast kaputt. Und hierfür brauchen wir Steine. Mit viel Glück finden wir hier irgendwo welche. Ja, es scheint, als wären Steine echt Mangelware hier. Hier liegen überall, aber die kann ich nicht mitnehmen. Brennnessel. Gibt keine Ressourcen. Bei denen muss ich nur aufpassen. Die machen nämlich Schade, wenn ich reinlaufe. Wie schaut's denn eigentlich aus? Kann ich die Gegenstände ja auch wieder abreißen? Kriege ich dann doch Ressourcen zurück? Wenn wir jetzt dieses Camp hier abschlagen würdet und uns Richtung die Grotte bewegt, würde das Sinn machen? Aber ich habe hier ja noch gar nichts eingesammelt vom Schiffbruch. Lass mal schauen. Geh ändern. Auseinandernehmen würde ich funktionieren. Wenn wir aber tatsächlich hier nur einen Stein. Erstmal essen. Langer Stock. Es muss ja nicht lang brennen. So, entzünden. Hier machen wir gerade beide. Grabe habe ich keine. Kurz was essen. Dann würde ich nämlich diese Blätter hier mitnehmen. Dich, die Eier, die Kamille macht auf jeden Fall Sinn, die Holzkohle, schmales Blatt. Eigentlich können wir alles.
Ja, ich probiere das jetzt einfach mal, was passiert hier. 5 kriege ich zurück. Bestätigen. Auseinandernehmen. Bestätigen. Die Lagerkiste. Wir schlagen unser Lager hier ab. Unsere Werte sind super. Wir gehen Richtung die Grotte und bauen dort unser Lager neu auf. Schaut hier mal noch, ob wir was mitnehmen können. Das schaut nicht so aus. Auf die Tragekapazität muss ich ein bisschen achten. Ist relativ schnell voll. Ja, die Richtung sollte passen. Einmal reparieren. So, du Krabbe, komm her. Dieser Rotfuchs, den nehmen wir auch direkt mit. Robben. Großartig. Nahrung ist verdammt wichtig. Ah, tierisch daneben. Ich nehme jetzt die ganzen schmalen Blätter mit. Wo sind wir denn? Ja, wir kommen der Grotte näher. Können wir dort ein kleines Zwischenlager errichten? Dort sind wir nämlich super geschützt, bevor wir weitergehen ins Landesinnere. Hier haben wir sie. So, hier waren doch Skorpione. Das weiß ich noch. Die tun wir auch direkt zum Medizinverarbeiter. So, erstmal interagieren. Brennstoff. Ah, mal einer rein. Das sollte erstmal reichen. Dann haben wir hier ein bisschen Licht. Dann craften wir uns eine Lagerkiste. Machen wir jetzt mal hierher. Bauen. Dann können wir hier mal die schmalen Blätter ein bisschen rausschmeißen. Steine haben wir genügend. Dich behalten wir drin. Dich brauchen wir nicht. Rotfuchs. Die Kamille machen wir raus. Den Anzünder. Dich brauchen wir nicht. Euch tun wir verarbeiten. Aber erst nachdem wir hier reingeschaut haben. Captain Juan Ponce de Leon also survived the shipwreck. Sea currents. Wasser des Lebens und eine Notiz zum Wasser des Lebens. Ein Haufen Schrott, da kriegen wir Knochen her. Die schauen wir jetzt direkt mal, was wir mit denen machen können. Wir sammeln alles auf. Einmal umschneiden. Okay, wir haben einiges bekommen. Schmale Blätter. Jatoba-Rinde. Upgraden können wir das Gute. Dafür brauchen wir aber Lianen. So. Das können wir am Lagerfeuer machen. Breites Blatt.
Da haben wir zwei Stück. Das macht auf jeden Fall Sinn. Das war nix. Wir brauchen Brennstoff. 30%. 30%. Das ist nicht viel. Der Feueranzünder hat deutlich mehr, oder? 70%. Jetzt können wir auch die Spiegeleier machen. Sehr schön. Wir braten alles. Nicht genug Brennstoff zum Fertigstellen. Die nicht ausgehen. Verdammt. Was gegen die Skorpionen? Ne, dass wir Gift dabei haben. Wie schaut es denn aus mit Wasser? Wir haben hier noch eine Kokosnuss. Bisschen Hunger haben wir, das können wir essen. Ich nehme auch gleich. Hier haben wir noch eine Kokosnuss. Machen wir hier. Die Federn nehmen wir auf keinen Fall mit. Die brauchen wir nicht. Die Muschel können wir noch machen. Das Skorpion behalten wir. Die Knochen. Was können wir mit den Knochen bauen? Hölzerne Harpune. Hölzerne Keule. Ein Rauchsignal. Bringt uns ein Rauchsignal was? Hierfür brauchen wir Baumstämme. Fernkampf. Die können wir alle durchklicken. Ja, beim Sammeln haben wir noch was. Ich nehme wir mit. Die reife Kokosnuss, Spiegelei, kleiner Stock. Die Stöcke nehmen wir auf jeden Fall mit und die Blätter nehmen wir auf jeden Fall mit. Die Steine. Okay. Kriegen wir auch nochmal Stücke raus. Vom Gewicht her haben wir noch ausreichend Platz. Was kriegen wir hier? Können wir nicht umschneiden, also macht keinen Sinn. Den können wir mit Sicherheit grillen. Oder so essen. Und dann würde ich hier aber gerne noch ein Bett aufschlagen. Dass wir hier einfach, wenn ich so eine kleine Basis habe. Jetzt Schädlinge. Keine Schädlinge, perfekt. Wir schlafen, bis es hell wird. Und weiter geht's. Grüne Kokosnuss für Wasser und reife Kokosnüsse für Nahrung. Alte Jagdzeichnung. Eine alte Tafel mit Zeichnungen. Hier ist der Jagdvorgang beschrieben. Die Einheimischen gehen in die Hocke und schleichen sich an Tiere heran. Und es scheint, als hören die Tiere sie nicht. Die Jäger nähern sich den Tieren von hinten an. Sie verstecken sich hinter Bäumen und Steinen oder kommen von Hügelspitzen und die Tiere bemerken sie nicht. Das ist aber ein großes Tier, was ihr da gejagt habt. Das sieht nach einem Wal aus oder so. Die Krabbe, wo da vorne war, die nehmen wir natürlich auch mit. Und hier versuchen wir direkt mal zu angeln. Jetzt habe ich jetzt Biss. Perfekt. Wo ist... Die war jetzt aber schnell. Kann ich die? Ah, die rennt. Tut mir leid, kleine Schildi.
Schildkrötenpanzer und rohes Fleisch. Boah, wir nehmen alles mit. Nicht ausreichende Haltbarkeit des Werkzeugs. Okay, dann nehmen wir nun mal das mit. Und wie viel können wir hier jetzt noch mitnehmen? 2 auf jeden Fall. Ich nehme auch noch mit. Wegen einem reicht es nicht. Okay. Steinmesser. Baupläne. Steinspeer. Ah, brauchen wir eine Liane. Interessant. Okay, ich bin überladen. Ich bin überladen. Getrocknete Pilze, gebratenes Fleisch. Was können wir ablegen? Was macht Sinn? Ja, wir können auf jeden Fall ein bisschen was essen. Geht auch ein kleines bisschen Gewicht weg. Kokosnuss craften. Machen wir mal 4 weg. Ein Blatt können wir auch wegmachen. Dann nehmen wir hier die Kokosnuss wieder mit. Schon wieder überladen. Fünf. Ja, das wird ja hier liegen bleiben. Okay, ihr Lieben. Das ist doch jetzt mal ein gelungener Wiedereinstieg gewesen, würde ich sagen. Wir machen uns auf den Weg da weiter nach vorne, suchen uns dort jetzt eine coole Location, wo wir ein Camp aufbauen können. Wir sind auf jeden Fall am Ende der heutigen Folge angelangt. Ich bedanke mich recht herzlich bei euch. Bis zum nächsten Mal, macht's gut und ciao, ciao.